Um diese Ungleichung zu lösen, erstellen wir diese Zeichentabelle. Zuerst muss man die Gleichung lösen. Das heißt, zuerst suchen wir die Nullstellen von diesem Trinom zweiten Grades. Wie man das macht, wird in dieser Playlist Gleichungen zweiten Grades anhand von mehreren Beispielen erklärt. Wir suchen hier die Nullstellen von diesem Trinom. Wir können sie leicht erkennen, denn wir suchen zwei Zahlen, deren Produkt 3 und deren Summe 4 ist. Das sind selbstverständlich die zwei Zahlen 1 und 3. Diese zwei Nullstellen setzen wir hier in arithmetischer aufsteigender Reihenfolge ein. Wir wissen, wenn x 1 oder 3 ist, dann ist dieses Trinom gleich 0. Wie man die Vorzeichen des Trinoms zweiten Grades festlegt, wird genauestens in dem Tutorial D4027 Ungleichungen zweiten Grades erklärt. Die Zusammenfassung lautet, das Trinom ax² plus bx plus c hat immer das Vorzeichen von a, hier Vorzahl von x². Außer natürlich dort, wo es 0 ist und zwischen zwei eventuellen Nullstellen, wo es das entgegengesetzte Zeichen von a hat. Die Zahl a, Vorzahl von x², ist hier 1. 1 ist streng positiv, also setzen wir außerhalb dieser beiden Nullen das Plus hin, da und da, und zwischen den zwei Nullen entgegengesetzt, also Minus. Hier wird gefragt, für welche x-Werte ist dieses Trinom streng negativ? Dieses Trinom ist streng negativ, wenn x sich streng zwischen 1 und 3 befindet, also so. Deshalb ist das offene Intervall von 1 bis 3 die Lösungsmenge von dieser Ungleichung, denn für alle x-Werte streng zwischen 1 und 3 ist dieses Trinom streng negativ. Ansonsten ist es entweder 0 oder streng positiv. Wir können unsere Lösungsmenge dank GeoGebra grafisch überprüfen. Es reicht, die Funktion zu zeichnen, die Funktion, die jeder Zahl x, x² minus 4x plus 3 zuordnet, so erhalten wir diese Parabel und wir erkennen effektiv, wenn x sich streng zwischen 1 und 3 befindet, also irgendwo da, dann ist das Bild von dieser Zahl x nach unten gerichtet, also streng negativ. Und wenn x sich außerhalb von 1 und 3 befindet, das heißt, wenn x kleiner ist als 1 oder größer als 3, dann ist das f von x streng positiv. Und somit ist diese Übung schon beendet.